für 2050, ja, brauchen wir natürlich eine Stadt, in der wir gerne sind, in der wir gesund sind und wo wir nachhaltig gerne und gesund sein können. Was die Problemanalyse angeht, Changing Cities hält sich ja nicht hinter dem Berg mit unseren Forderungen und unseren Meinungen. Wir müssen Mobilität sicher, sozial, nachhaltig gestalten. Im Weg steht vor allem der Dominanz des Autos. Das heißt, sozusagen, das ist keine Aufgabe, wo wir alle gleichermaßen mitnehmen und wo wir sozusagen nur Gewinner haben. Ja, das müssen wir uns klar machen, das müssen wir internalisieren und das müssen wir ganz stark auch, glaube ich, uns dran gewöhnen, nach außen zu vertreten. Ja, wenn wir mehr Radwege wollen, wenn wir mehr Radverkehr wollen, wenn wir mehr Fuß- und ÖPNV-Verkehr wollen, wissen wir, was zu tun ist. Konzepte, sogar gute Konzepte, gibt es viele. Es fehlt nicht an Wissen über das Was. Es fehlt an dem Wissen, aber auch an dem Mut zum Wie. Und das können wir nur damit erlernen, indem wir es versuchen, indem wir es machen. Genauso wie auch erwähnt wurde, wie wir das jetzt letztens gesehen haben hier in Friedrichshain-Kreuzberg, wo ich gerade sitze. Das ist sozusagen auch sicherlich ein Teil davon, wurde ermöglicht, weil sozusagen diese Ideen schon im Umlauf waren und weil man die Leute, die dahinter stehen, immer wieder mit solchen Ideen konfrontiert wurde. Darüber wurde schon gedacht, da war man in Stellung zu handeln. Ja. Es verlangt auch aber eine neue Planungskultur. Und wir können nicht ein Ziel, der qualitativ etwas anderes ist von dem, den wir haben, damit erreichen, indem wir das, was wir haben, quantifizieren. Ja? Das heißt auch was über die Art von Expertise, die wir in diese Planungskultur zulassen und hinzurufen oder herbeiführen. Es braucht eine Haltung, die mit dem Ziel übereinstimmt. Diese Haltung, die dient da dann als Basis für die Führung beziehungsweise dafür, Entscheidungen zu treffen und umzusetzen. Die Haltung begleitet und ermöglicht auf dem Weg zum Ziel und ermöglicht es uns, auf die richtige Spur zu bleiben. Und das ist natürlich stark verbunden mit das Wesentliche und das Wichtigste, was ich vielleicht sage und auch hier Frank wiederhole, klare Zielvorgaben. Ohne Ziel kommen wir nicht ans Ziel. Ohne klar definierte Wege zum Ziel kommen wir nicht ans Ziel. Das heißt, wir müssen genau beschreiben, was das Ziel ist und genau welche Schritte bis wann passieren müssen, damit wir eine Hoffnung darauf haben, das Ziel zu erreichen. Dafür braucht es natürlich eine starke Führung, weil der Status quo im Weg steht und der Status quo stark ist. Also starke Führung, dafür braucht es eine eigenständige Haltung. Nicht nur zur Vision für 2050 oder 2035, aber für heute Abend, für morgen Vormittag. Da sind wir wieder bei dem klaren Ziel und dem klaren Weg zum Ziel. Nicht nur für den übergeordneten Ziel brauchen wir die Haltung, um starke Führung leisten zu können, sondern auch für jeden einzelnen Schritt, den wir heute Abend und morgen Vormittag gehen. Das heißt, bei Straßenraum, überall, wo es nur geht, Straßenraum umwidmen und dabei wissen, genau welcher Schritt von dem Weg zum Ziel damit gegangen wird. Das heißt, sich selber eine Übersicht, das Wissen aneignen zu beispielsweise Kreuzungsdesigns und eine Haltung etablieren, was mit dem Ziel in Einklang ist. Somit
können wir diesem Modus ausweichen, dass wir sagen, ja, die einen Experten haben X gesagt, die anderen Experten Y und deswegen vertagen wir die Handlung. Ja? Mit dieser Haltung lösen wir diesen Problem auf. Also zusammengefasst, Haltung etablieren, neue Planungskultur einführen, führen und rein regieren.